Maurus! Maurus! Ja? Wo bist du? Im Holzschub. Ich hab da ein paar Teugabeln gepflegt. Komm schnell! Was ist? Der Briefträger war da. Der Brief da hat er gebracht. Für mich? Wenn drauf steht Maurus Gaminada Bella Varda, dann wird er denk schon für dich sein. Ja, genau. Weißt du, wer er ist? Ich habe den Absender gelesen. Von deiner Cousine. Ah ja, genau. Von der Madeleine. Soll er ihn vorlesen? Wenn du willst. Also. Lieber Maurus, wie geht es dir? Kommst du bald zu uns in die Stadt? Du hast es mir doch versprochen. Dein Onkel Tim und ich mögen es kaum erwarten, bis du kommst. Schreib uns, an welchem Tag und was für einen Zug du nimmst. Wir kommen dich dann am Hauptbahnhof in Zürich abholen. Viele Grüße an dich und deine lieben Eltern. Deine Cousine Madeleine. Darf ich gehen? Auf Zürich! Die Madeleine und den Onkel besuchen. Wir müssen den Papa fragen. Jetzt wissen wir bereits, dass der Bub, der am schönen Septembermorgen den Brief gekriegt hat, Maurus heisst. Und dass er eine Cousine hat und die heisst Madeleine und wohnt in Zürich. Aber vielleicht wissen wir noch mehr. Die von euch, die die Geschichte von der Zottel, der Zick und dem Zwerg kennen, die wissen, dass der Maurus im Bündnerland daheim ist und der ganze Sommer dure amigs die Geissen hütet. Wenn es dann aber Herbst wird, muss er die Geissen nicht mehr alltag bis zoberst auf den Berg treiben. Im Herbst lässt man sie einfach vor das Dorf raus. Dort können sie auf den abgeernteten Äcker und Wiesen fressen, wo sie wollen. Und für das braucht man kein Geisshirt mehr. Die Schule aber hat in diesen Bündner Bergtälern erst im Oktober wieder angefangen. Der Maurus hat also jetzt den Eltern beim Bauern geholfen. Und weil es im Haus, im Stall und auf dem Feld noch einen Haufen zu tun gegeben hat, war er gar nicht sicher gewesen, ob ihm es der Papa auch werde erlauben, für ein paar Tage ins Unterland zu fahren und sein Cousinli in Zürich zu besuchen. Beim Mittag hat die Mama zu ihm gesagt: Jetzt kannst du den Papa fragen. Hast du ihm noch nie gesagt? Das ist deine Sache. Du kannst es aus auch reden. Oder hast du es verlernt? Was ist denn, Maurus? Weisst, Madeleine hat mir geschrieben, ich soll sie besuchen gehen. Soll ich? Mhm. Und wann willst du denn gehen? Ich habe gedacht, am Freitag. Habe ich gedacht. Hast du gedacht? Und wer hilft denn der Mama und mir die Herdöpfe ernten? Und das Holzfeuer, das noch im Wald draußen ist? Dann darf ich nicht gehen. Mal, ich habe nur Spass gemacht. Oh, super. Weisst, ich spiele jetzt alle selber von dem Geld, das ich im Kessel habe. Aber wenn ihr euch doch helfen mit den Herdöpfeln und mit dem Holz. Holz gehen wir diese Woche noch holen. Und die Herdöpfel sind sowieso erst übernächste Woche so weit, dass man sie rausnehmen kann. Dann schreibe ich der Madeleine gerade, dass sie am Freitag kommen. Schau aber zuerst im Fahrplan, was für einen Zug kannst du nehmen. Nicht, dass ihr euch noch verfehlen.